Wenn Sie eine Überweisung tätigen möchten, gehen Sie unter den Menüpunkt Banking und Verträge, wo Ihnen Ihre Konten angezeigt werden. Hier haben Sie die Möglichkeit, auf dem Pfeil direkt eine Überweisung zu erfassen. Oder Sie gehen über den Reiter Überweisung. Ihnen werden nun Ihr Auftraggeberkonto angezeigt sowie Ihr online verfügbarer Betrag. Erfassen Sie nun die Empfängerdaten, wie den Empfängername und die dazugehörige IBAN. Anschließend wird Ihnen die BIC angezeigt sowie die Bank. Geben Sie jetzt noch den Betrag ein und den Verwendungszweck. In unserem Fall schreiben wir Test. Sie haben außerdem die Möglichkeit, ein Ausführungsdatum einzugeben. Andernfalls wird hier sofort hinterlegt. Gehen Sie jetzt auf Prüfen und Beauftragen. Auf der linken Seite werden Ihnen die Überweisungsdaten noch einmal zur Kontrolle angezeigt. Sie haben auch die Möglichkeit, die erfasste Überweisung in Echtzeit auszuführen. Dabei erhält der Empfänger das Geld innerhalb von wenigen Sekunden auf seinem Konto. Auf der rechten Seite wird jetzt die TAN erfasst, in unserem Fall über das SecureGo-Verfahren. Klicken Sie jetzt auf Senden. Sie erhalten den Hinweis, dass Ihre Überweisung erfolgreich gesendet wurde und bekommen nochmal einen Überblick Ihrer Überweisungsdaten angezeigt. Wenn Sie diese Überweisung in Zukunft öfters ausführen möchten, haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, diesen Auftrag als Vorlage zu speichern. Wenn Sie auch in Zukunft auf dem Laufenden gehalten werden wollen und nichts mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie uns gerne ein Like da.